Ja, ganz kurz gesagt, es geht um Mandarinen. So, das war's. Bewertung folgt. Nein. Super, ja. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten News Podcast im Jahr 2019. Heute beginnen wir das neue Jahr, entsprechend natürlich wieder mit einem News Podcast, so wie wir es in den letzten Jahren auch immer schon gemacht haben. Ihr habt gerade schon unser brandneues Intro gehört. Vielen Dank da an unseren Foren-Moderator Zero für das Intro und auch das Outro, das ihr ganz am Ende natürlich hören werdet, wenn ihr den Podcast bis zum Ende hört. Mit dabei ist heute auch Olli. Hallo Olli. Akemashite omedetou gozaimasu. Kotoshi konenkast wa nihongo des. Hachi, Johannes ist auch mit dabei. Guten Tag. Und ich begrüße Lasse. Hallo Lasse. Salve. Ah, die verschiedenen Sprachen, die hier einfließen in den Podcast, ich merke das schon. Ja, genau, starten wir durch. Wie gesagt, nochmal kurz der Hinweis, das ist der zweite News-Podcast im Jahr 2019, weil wir im Februar sind. Im Januar haben wir traditionsgemäß keinen Podcast, deswegen die Nummer 1 2019 braucht ihr gar nicht suchen, die gibt es nicht. Wir starten hier mit der Nummer 2 2019, das ist seit Jahren eine lang gepflegte Tradition des Verzählens hier bei uns. Wir müssen es noch ein bisschen lernen. Ja, ich werde es jedes Jahr aufs Neue verlieren. Aber wäre mal eine schöne Aufgabe, so, wer findet den Conancast Nummer 1? Es gibt, wir können ja einfach mal einen aufnehmen und nicht veröffentlichen, das wäre auch eine Möglichkeit, aber davon haben wir nichts. Ja, genau, wir besprechen heute alle News aus dem Januar, die so angefallen sind und auch aus dem Dezember 2018, ein bisschen im Schnelldurchlauf. Ihr habt ja einiges davon auch schon bei uns im Jahresrückblick gehört, den wir veröffentlicht haben, da auch gleich der Hinweis. Podcast 119, der 119. Themenpodcast, Conan neue Folgen Emotionen, der Jahresrückblick 2018, da gerne mal reinhören. Wir haben ganz groß und breit alles, was 2018 angefallen ist, besprochen. Natürlich auch dann den Dezember, den wir jetzt kurz ein bisschen anschneiden werden, mittendrin, statt nur dabei. Noch eine weitere Meldung intern. Wir haben veröffentlicht oder wir hatten im Forum gefragt und bei uns im Newsblog, also unter conanforum.org und conannews.org, was eure Favoriten des Jahres 2018 sind. Da haben wir gefragt nach der Anime-Veröffentlichung des Jahres, nach der Manga-Veröffentlichung, dem besten Weekly-Fall, der beste Filler-Fall im japanischen Anime und dem besten, naja, Manga-basierten Fall aus dem Jahr 2018. Und ihr habt abgestimmt und das haben wir alles zusammengeworfen und zusammengeklatscht und dann sind am Ende die Favoriten rausgekommen. Von euch könnt ihr euch gerne mal in der News durchlesen, die es dazu gibt bei uns auf conannews.org. Da haben wir dann mal so ein Ranking gemacht, welche Fälle, welche Episoden am besten angekommen sind. Ja, gut, starten wir durch mit unserem ersten Themenblock heute. Das hat sich nicht geändert im Vergleich zu den letzten Jahren. Wir beginnen mit dem Anime in Deutschland, was da so alles angefallen ist. Und da steht natürlich wieder ProSiebenMax im Rampenlicht. Denn an Neujahr hat ProSiebenMax zwei Detektiv Conan Specials gezeigt, nämlich Das Verschwinden des Conan Edogawa, die zwei schlimmsten Tage seines Lebens, ich liebe dieses Untertitel, und Episode One, wie war da noch der Untertitel? Der Beginn eines neuen Zeitalters. Ja, so in etwa, nicht ganz, ja. Ich glaube, der geschrumpfte Meisterdetektiv? Ah, ja. Genau, das zweite Manga-Kapitel. Super. Ja, die beiden waren an Januar zu sehen. Genauso wie es auch an Weihnachten ganze 8 Filme zu sehen gab. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag jeweils 4 Conan-Filme. Und die Ausstrahlung dieser Filmreihe wird jetzt auch weiterhin fortgesetzt. An jedem Freitag mit paar Unterbrechungen. Wir hatten jetzt einen Free-Film schon zwischendrin, weswegen Conan mal pausieren musste. Aber sonst grundsätzlich jeden Freitag einen Conan-Film. 20.15 Uhr bei ProSiebenMax. Wir sind jetzt bei Film 13, 14, 15, die kommen alle der Reihe nach weg. Ist ja auch nicht verkehrt, wenn man das dann entsprechend fortsetzt. Ja, das hatte ProSiebenMax ja auch im vorigen Jahr schon gemacht. Ich meine, an Neujahr oder so die Filme gezeigt und dann immer am Freitag einen weiteren nachgeschoben, sodass dann irgendwann alle bei ProSiebenMax liefen. Jetzt hat sich die Tradition offenbar bewährt und man zeigt nochmal die ganzen Filme durch. Denke ich auch, war ein gutes Zeichen und ich muss sagen, ich habe auch mal reingeschaltet. Ne? Man, als eingefleischter Conan-Fan kennt man die Filme zwar schon, aber ist dann immer wieder ganz schön, dann irgendwie bleibt man dann doch, wenn man durchzappt, dann irgendwie hängen und guckt sich dann doch die Filme an.
Und ist natürlich ein schönes Zeichen, wenn sich das so bewährt hat, dass man das wieder gemacht hat. Ist eigentlich schon klar, ob sie diesmal auch Film 21 zeigen? Der war ja bei dem letzten Movie Run noch nicht draußen auf DVD und Ja, ich Blu-ray werde jetzt oft schon. gefragt, wie viele Filme denn kommen, sei es auf Twitter, Facebook, Instagram. Überall fragen sie ja, wie viele Filme kommen denn? Man weiß eigentlich gar nichts dazu. Auch diese Freitagsfilme wurden nie offiziell angekündigt. Die sind einfach irgendwie da gewesen und werden ausgestrahlt. Also, ja, und der Programmplan ist auch immer 2 bis 3 Wochen nur im Voraus. Das heißt, man kann momentan nur bis zu Film 15, 16 sehen. Ob dann Film 21 oder 22 kommt, man weiß es nicht. Aber ich würde stark vermuten, dass sie auch dieses Jahr Film 21 zeigen, in TV-Premiere. Aber sicher ist da nichts. Mal sehen. Genau, dann hatten wir noch die Meldung, dass ProSieben Max 2018 ein Rekordjahr gefeiert hat mit 1,6% Marktanteil. Da haben sie eine riesengroße Pressemitteilung veröffentlicht. Und auch Detektiv Conan wurde da offiziell erwähnt mit Online-Abrufzahlen, die immens gestiegen sind. Ich meine, über 60% gestiegen im Vergleich zum Vorjahr, hatten sie dort erwähnt. Ja, also denke ich, reife Leistung, 1,6%. Man hat sich ja immer weiter gesteigert, also das ist tatsächlich der beste Wert, den ProSieben Max bisher erreicht hat. Der Sender existiert ja erst seit 2013, meine ich, also seit 5 Jahren. Und jetzt hat man 1,6% Marktanteil. Das ist, denke ich mal, eine sehr, sehr gute Zahl und auch den Anime zu verdanken. Natürlich auch den Sportübertragungen, dieses Wrestling oder Ran NFL, was da nicht alles läuft. Das hat ja wirklich sehr gute Einschaltquoten, teilt sogar bis zu zweistelligen Werten. Also da kann man wirklich ja, auf gute Sachen zurückblicken und auch das Anime-Segment läuft ja immer gut. Ja. Ja, das ist natürlich eine schöne Nachricht. Man muss das natürlich immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, wenn sie dann, weil sie halt keine Vergleichszahlen genannt haben. Sie haben nur diese Steigerung von 60% genannt. Und da muss man halt immer ein bisschen vorsichtig sein, weil eben keine konkreten Abrufzahlen genannt wurden. Aber ich denke, da allein, dass es genannt wurde, Detektiv Conan nochmal explizit, ist schon mal eine positive Meldung für die Serie und für uns dann als Fans. Deswegen bin ich da recht zuversichtlich. Und ja, es freut mich auch für ProSiebenMax insgesamt, wenn sie sich da so steigern konnten. Das ist ja, ist für einen Spartensender, ist diese 1,6%, ist das, denke ich, schon ein sehr solider Wert. Und wenn die Animes da ihren Beitrag zu leisten, dann können wir uns freuen, als Anime-Fans da noch mehr zu sehen. Ja, also PussyMax ist tatsächlich innerhalb kürzester Zeit zu dem, naja, Vorzeigenischenprojekt von ProSiebenSat.1 aufgestiegen. Also die haben ja die großen Sender ProSieben, Sat.1, Kabel 1 und dahinter, naja, sind die ganzen kleineren Sender der Sendergruppe. Und da hat jetzt ProSiebenMax mit 1,6% aufgeschlossen zu Sat.1 Gold, meine ich, die auch 1,6% haben. Ich glaube, Six ist irgendwie kurz darunter. Also man steigert sich kontinuierlich und das ist ja auch nicht verkehrt, wenn man da ja, eine größere Menge an Menschen anspricht. Und vor allem natürlich auch positiv zu bewerten, dass tatsächlich Detektiv Conan bei den Online-Abrufzahlen genannt wurde. Wie Johannes schon sagte, man kann das natürlich nicht ne, 60% vergleichen im Vorjahr, wenn da vorher 10 geschaut haben, dann können es jetzt 16 sein. Das ist eine große Steigerung, aber trotzdem nicht gut. Aber ich denke mal, man wird es nicht erwähnt haben, wenn die Zahlen nicht auch wirklich ne, gut sind. Es schauen ja auch viele in der Mediathek, viele im TV, wobei da die Quoten ja nur im Mittelmaß sich ungefähr bewegen. Und ich denke, das ist auch ein Zeichen von PosiMax, dass man extra jetzt in diese Pressemitteilung reinschreibt. Detektiv Conan steigert sich, man zeigt die TV-Specials an, neuer, man zeigt die Filme jeden Freitag weiterhin. Also man setzt irgendwo schon auf Detektiv Conan. Ja, kann man nicht ganz verdenken. Genau, dann gab es noch eine große Meldung von Kase, um mal von PosiMax wegzukommen. Und zwar wurde lange gemunkelt, ob denn Film 22, The Zero, The Enforcer, in die deutschen Kinos kommt. Da gab es so einige Leaks oder wie auch immer man sagt. Und jetzt hatte Kase, nicht ProSiebenMax, Kase hat offiziell gesagt, ja, Zero, The Enforcer kommt dieses Jahr noch in die deutschen Kinos und auch auf DVD und Blu-ray wird es erscheinen. Wann genau ist noch nicht klar, aber wir haben jetzt die Bestätigung, alles drei passiert, DVD, Blu-ray, Kino. Wann genau steht noch aus, aber auch da will man noch informieren, wann das denn der Fall sein wird. Wir hatten ja, glaube ich, schon in den Leaks gesehen, ich glaube, angeteasert war der Mai wieder mal, da lief der Conan auch schon mal, immer im Sommer so rum. Ja, was es denn damit auf sich hat oder wann genau das sein wird, wann man auf DVD und Blu-ray mit Film 22 rechnen kann, müssen wir noch sehen. Ich denke mal tatsächlich persönlich, Mai läuft es wahrscheinlich im Kino und dann haben wir im September, Oktober, November, wahrscheinlich eher November, den Film auf DVD und Blu-ray bei uns.
Ja, wird natürlich, ist erstmal eine sehr schöne Meldung, dass wir wieder die Gelegenheit haben, Conan im Kino zu sehen. Wird sich natürlich in diesem Rahmen der Kasei Anime Nights abspielen. Und eine Frage, die sich dann noch stellt, ist, wird der Film auf Deutsch gezeigt werden oder auf Japanisch? Weil ich glaube, das ist auch noch nicht bestätigt. Und ja, hoffentlich natürlich auf Deutsch. Ja, sehr zu hoffen, ja. Also ich glaube, über ein Jahr später, wenn es jetzt im Mai kommt, also ich glaube nicht, dass Kase das bringen kann, den ohne Dub rauszubringen im deutschen Kino. Vor allem, es war ja die Frage, stand ja im Raum, ist das wieder so wie bei Film 20, wo auch gesagt wurde, er kommt im Kino und dann war doch die Meldung, ah ja, nee, jetzt kommt doch Film 21, einen Monat nach Veröffentlichung mit Untertiteln. Und wir haben ja hier schon im Concast mehrmals drüber gesprochen, dass das für Kase ja wohl nicht so gut lief. Beziehungsweise unter Erwartung lief, gerüchteweise zufolge. Und vermutlich ein großer Anteil hatte dann wahrscheinlich auch die UMU-Fassung, weil das dem durchschnittlichen deutschen Fan vermutlich für einen Kinogang nicht vermittelbar ist. Und deswegen war ich jetzt auch stark davon ausgegangen, dass es, bevor es bestätigt wurde, da gab es noch die Spekulation, wird es doch wieder Film 23, aber ich wäre auch mal stark davon ausgegangen, dass sie Film 22 zeigen und sich dann dafür entscheiden, ihn lieber mit Dub zu zeigen, anstatt Film 23 kurzzeitig mit Untertiteln. Ja, das denke ich auch. Und man muss auch sehen, dass, wie sagt man, dass die meisten Conan-Zuschauer einfach die, ich sag mal, nicht dieses Japanische drin haben oder vielleicht gerne Conan gucken, wenn es im Fernsehen läuft, aber jetzt nicht unbedingt groß Anime-Fans sind, sondern dass das halt so in Deutschland zumindest so ein Franchise ist. Na gut, One Piece ist immer noch ein bisschen größer oder Naruto, aber das ist halt nicht sowas, wo man sagt, okay, das greift halt auch auf viele Gelegenheitszuschauer, dieses Franchise, was da im Publikum die Zuschauer sind. Und wenn man das dann halt auf Japanisch bringt, dann ist, wie Lasse sagte, schlecht vermittelbar, denke ich. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass sie das dann, wenn sie, dass sie es auf Deutsch bringen. Was aber natürlich auch schade ist, als eingefleischter Fan fand ich es auch nicht so schlecht, dann einen Monat direkt nach Start in Japan, in Deutschland, den Film zu sehen. Zu bekommen. Also das war auch sehr, also für mich fand ich das sehr schön. Wobei das Thema mit den größeren Franchises ist, es lief ja jetzt am 29. Januar der neue Dragon Ball Film Broly, Dragon Ball Super Broly, auch mit UMU. Die Kinos sind nach den Berichten also restlos fast ausverkauft gewesen. Und das ist dann aber auch nochmal ein Unterschied zwischen so einem zielgruppendurchschlagenden Mega-Franchise in Deutschland wie eben Dragon Ball. Also Dragon Ball ist ja noch vor One Piece das größte Anime-Franchise tatsächlich. Und da haben auch schon Leute gesagt, ja, aber Dragon Ball Super Broly, das lief doch UMU, warum dann nicht Conan auch? Ja, also so groß ist Conan dann in Deutschland nun auch doch nicht. Ja, man hat immer ein bisschen die Fanperspektive, aber tatsächlich ist Detective Conan dann doch nicht so groß wie irgendwelche Battle-Anime, sage ich mal. Und ich glaube, man hat sich bei Kase auch bisschen mehr erhofft, wie wir auch häufig schon gesagt hatten. Also offiziell hat man da ja irgendwie nichts gehört zu den Kinobesucherzahlen oder so. Aber ich glaube, dadurch, dass sie halt den Film, also Film 21 damals, zuerst OMU gezeigt haben, haben sie eine, naja, gute Masse an Menschen abgegriffen. Und im nächsten Jahr haben sie ihn nochmal in Synchro gezeigt. Wahrscheinlich ist da ähnlich viel hingegangen, aber auch nicht so, naja, dass man von einem großen Erfolg sprechen könnte. Und vielleicht versucht man jetzt, indem man den Film nur einmal zeigt, nur einmal auch tatsächlich mit Synchro, dann dieses UMU-Vorgeplänkel zu überspringen und sozusagen alle auf einen Termin zu bündeln und dann wenigstens einen guten Erfolg draus zu machen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, Also. ist sehr nachvollziehbar. Und weil du es gerade gesagt hattest, ne, dass damals, als Conan OMU lief, da hat sich Kase da gar nicht zu geäußert. Und jetzt, als Broly, also der Dragon Ball-Film gelaufen ist, dann hat Kase gleich gesagt, ja, das war ein voller Erfolg. Also da sieht man schon, dass da unterschiedliche, ja, mit unterschiedlichen Maßstäben gemessen werden muss. Und hatte Kase damals wirklich offiziell angekündigt, den 20. zu zeigen, oder waren das nur diese Fanleaks, dass Film 20 gezeigt? Das waren Ja? Kinoleaks. Okay, Also, okay. wie jetzt im Prinzip auch. Aber wir haben jetzt ja die offizielle Bestätigung von Kase. Es ist ja extra ein Sondernewsletter rausgekommen, dass wirklich Film 22 gezeigt werden soll dieses Jahr im Kino. Also, Genau. dass man das dann noch zurücknimmt für Film 23, kann man machen, aber Wäre halte sehr ich auch nicht. unwahrscheinlich, Ja, ja. unwahrscheinlicher als damals jedenfalls.
Ja, also jetzt mit dem offiziellen Newsletter würde ich diese Spekulation, dass es nochmal so eine Situation passiert wie bei Film 21, würde ich eigentlich ausschließen. Also neben Dragon Ball Super Broly läuft übrigens auch in der Kasi Anime Night auch My Hero Academia Two Heroes im März in der Anime Movie Night, was als relativ neues, aber doch schon ein sehr großes Franchise wahrscheinlich auch ziemlich viel ziehen wird. Da sehe ich also, in den Anime Nights hat Conan dieses Jahr ziemliche Konkurrenz, wenn der Publisher hinterher auf alle Vorstellungen guckt und sagt, hier was lief ganz gut und was eher Mittelmaß. Also Broly überschattet sowieso alles, aber auch Two Heroes. Läuft der in Synchro oder in OMU? Nee, My Hero Academia läuft auch UMU. Ja, wie gesagt, das könnte eine schwierige Konkurrenzsituation ergeben, aber ich glaube, Kaze weiß das natürlich andererseits auch abzuschätzen, in was für ein Verhältnis man das setzen muss. Ja, zumal es natürlich auch darauf ankommt, wie teuer diese Kinolizenzen, die einzelnen sind, wie viel da bei Kasee rauskommt, wissen wir ja auch nicht. Ja, also um den Vergleich mit My Hero Academia nochmal aufzugreifen, natürlich läuft es in der Anime Night, oder wie heißt das Anime? Kaze Anime Night. Das bei Fusimax heißt ja fast genauso. Anime Nacht, Anime Night, alles. Naja, ist ja auf jeden Fall, wenn es auch in OMU läuft, wie Broly, fehlt natürlich trotzdem noch diese breite Fanbasis, die sich damals durch RTL 2-Zeiten aufgebaut hat, beziehungsweise My Hero Academia lief noch nie im deutschen Fernsehen, so wenn ich mich nicht irre. Sollte es eigentlich mal tun, tatsächlich. Aber da fehlt ja wirklich dann eine größere Masse, würde ich sagen. Also von daher denke ich schon, dass Detective Conan dann noch ein etwas größeres Standbein ist. Kann sich natürlich im Laufe der Jahre ändern, das ist klar, aber. Ja, könnte durchaus so sein, weil wenn ich mir jetzt Leute, sag ich mal, vorstelle, die jetzt das Kino-Vorschauprogramm bekommen in einer Zeitschrift oder so und sie lesen sich die Titel so durch, dann würden ja, ich sag mal jetzt, Leute, die mit Anime nicht groß was am Hut haben, wahrscheinlich sagen, My Hero Academia habe ich noch nie gehört, Detektiv Conan kann man immerhin schon mal gehört haben, weil es ja schon im Fernsehen lief, auch damals. Aber My Hero Academia könnte beim Durchschnittszuschauer mit der Superhelden-Thematik punkten. Ja, definitiv. Das auf jeden Fall, gerade weil ja Superheldenfilme sowieso im Kino immer angesagt sind und ankommen. Also warum dann auch nicht ein Anime? Auf jeden Fall können wir sagen, für Anime-Zuschauer allgemein sind dieses Jahr die Anime-Nights mit ziemlichen Mainstream-Sachen, also mit den großen Namen, ein ziemlicher Genuss. Also Broly, Two Heroes und Conan natürlich auch. Das gucke ich mir alles bei den Kaze Anime Nights gerne im Kino an. Also, da sage ich, das ist hervorragende Kost. Ja, generell, also Kino war ja jahrelang mit Anime nicht vereinbar und jetzt ist ja so langsam das, sag ich mal, mehr im Kommen. Und ja, da freue ich mich natürlich auch jedes Mal, wenn ich sehe, hey, der Film läuft im Kino, der Anime läuft im Kino. Also, da gehe ich auch gerne öfter mal ins Kino Ja, klar. und schaue mir den einen oder anderen Anime an. Der letzte Anime, den ich im Kino gesehen habe, vor Film 21, war da damals tatsächlich Yu-Gi-Oh! Pyramide des Lichts, falls man sich daran noch erinnert. Der lief Ja, tatsächlich mal im den Kino. Yu-Gi-Oh!-Film, stimmt. Ja, der lief im Kino. Ich erinnere mich auch daran, Lang ja. ist her, ja. Und der erste Dragon Ball-Film, glaube ich, auch. Also Dragon Ball, der Film von Ja, damals, oh 1900, keine Gott. Ahnung. Und ich vermute mal, die po ersten Pokémon-Filme liefen vielleicht auch noch in Deutschland im Kino, aber da Ja, bin ich mir überhaupt die nicht liefen sicher. auch. Also, das war doch auf jeden Fall. Film 1 habe ich im Kino gesehen, Film 2 auch. Also, das war schon. Schöne Zeiten damals, oh ja. Ja, was wir zudem vielleicht bald auch im Kino sehen könnten, ist Lupin the Third versus der Detective Conan the Movie. Da hatte im Conan-Forum bei uns der Benutzer Dai darauf aufmerksam gemacht, dass eine Webseite Cineplex eventuell den Start geleakt haben könnte mit dem 30. Juli 2019, dass da eventuell im Rahmen der Anime-Nacht der Film gezeigt werden soll. Ja, was es damit auf sich hat, weiß man auch noch nicht. Steht auch alles weiterhin im Raum, ob das jetzt ein Versehen ist oder nicht. Ich meine, inzwischen ist sogar das Filmplakat bekannt, also von daher ein Leak, naja, ohne so, ne, wo sollen die das herhaben?
Ja, das Problem ist aktuell auch noch, dass man da irgendwie die Beschreibung und sowas, das hat nicht ganz gepasst. Da hat man sich wohl mit einem Special und dem Kinofilm, der zu Le Pen rausgekommen ist, hat man sich wohl ein bisschen vertan. Deswegen ist das alles noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber hat natürlich irgendwie doch ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Leaks damals gehabt zu Film 20, wo dann Film 21 gelaufen ist. Also das hat so ein bisschen Ähnlichkeit und naja, warten wir einfach noch mal ein bisschen ab. Wenn es denn so sein sollte, wird das Gazé sicherlich noch mal in einem Newsletter bestätigen. Ja, wäre ja auch cool, wenn man den Film, also Lupin the Third, The Movie, also versus Detective Conan, gleichzeitig auch mit dem Special vielleicht veröffentlicht. Es gab ja vorher ein TV-Special zu Lupin the Third und dann der ersten Kinofilm von 2013. Dass man das vielleicht beides kombiniert und herausbringt, würde sich auch anbieten, zumal die Detective Conan Specials, die ja jetzt auch bei Pussy Max liefen, bei Kase ja auch immer sehr gut angekommen sind. Von daher denke ich mal, fährt man da auch eine gute Schiene, um weitere Detective Conan Sachen abseits der Filme und abseits der DVD-Boxen herauszubringen. Ja, ich würde mal sagen, es ist so eine 50-50-Chance, ob das denn wirklich gezeigt wird. Naja, einerseits hat man ja schon einen Detective Conan Film, der dieses Jahr sicher im Kino laufen wird. Aber ob da noch ein zweiter hinterherkommt, weiß ich nicht, ob das wirklich vielleicht nicht ein bisschen zu viel ist. Ja, aber Muss man dann andererseits, sehen. warum sollte das Kino dann einfach, ne, da das Plakat rein, also es war erst ohne Plakat online, der Film gelistet und dann noch mit Plakat später, dann denkt man auch so, ja, warum soll das das Kino machen, wenn sie den nicht Stimmt auch, zeigen? ja. Ja, und gerade also wenn das nur so ein kleiner Filmverleih oder sowas ist, dann denkt man, naja, gut, aber wenn das Cineplex macht, dann ist da vielleicht doch was, oder ist doch hinreichend wahrscheinlich. Ja, okay, hast du recht. Ich gehe auf 60% hoch. Gut, dass ich dich überzeugen konnte. Ja. Genau, machen wir weiter mit ein paar weiteren Veröffentlichungen, die bei uns so ins Haus geflattert sind. Da haben wir einmal die DVD-Box Nummer 7, die bei Kase erschienen ist. Seit dem 7. Dezember ist sie erhältlich. Also, falls ihr die DVD-Boxen sammelt, gerne wieder zuschlagen. Eine weitere ist erhältlich. Gleich dazu gesagt, wann die DVD-Box 8 erscheint, weiß man nicht. Man hat auch zu DVD-Box 7 vorher nichts erfahren. Man weiß noch gar nicht zu DVD-Box 8. Wenn es da einen Termin gibt oder irgendein Cover oder sonst irgendwas, lest ihr das natürlich bei uns auf connennews.org oder ihr hört das natürlich auch hier im Conncast, selbstverständlich. Aber bisher 7 Boxen. Es wird de definitiv auch weitergehen. Naja, definitiv nicht, aber ich gehe zumindest stark davon aus. Zudem gibt es zu den Gosho Aoyamas Collection of Short Stories einen Trailer, der veröffentlicht wurde. Und das Ganze soll auch auf Blu-ray erscheinen. Und ja, vor allem zum Trailer gab es ja massig Diskussionsbedarf, weil man da so ein bisschen auf die Detective Conan-Schiene gesetzt hat. War ja bei der Manga-Veröffentlichung genauso, dass man ein bisschen sich an Conan angelehnt hat, um da die Verkäufe anzukurbeln. Beim Trailer hat man das ja auch ähnlich gemacht und da Conan ganz nach vorne gepackt sozusagen. Ja, naja, gut. Im Prinzip kann Kase das ja schon machen, weil die Anime-Short-Stories haben ja mehr mit Conan zu tun. Aber also im Trailer war das Größte eigentlich Willkommen in Detective Conans bunten Universum. Da habe ich mich vor allem dran gestört und darüber auch im Forum geschrieben, weil ich diesen Satz. Also ja, er ist halt sehr ungünstig, weil der Großteil hat halt nichts mit Conan zu tun. Es ist von Gosho Aoyama, ja. Und manche davon haben Cameo-Auftritte in Conan, ja. Aber, Und dann ist natürlich das, was unbestreitbar das Größte ist natürlich das Thumbnail von dem Video, was überall angezeigt wird, was nämlich ein riesiges Kaito Kid Artwork beinhaltet und dann auch noch Con und Ran in von so einem völlig zusammenhangslosen Promo-Artwork, was damit reingepackt wurde. Auch mit Magier-Zusammenhang, also ist mit Kaito Kid abgestimmt, was irgendwie so überhaupt gar keinen Sinn ergibt für die Short Stories. Warum das unbedingt das Thumbnail sein musste, das weiß ich auch nicht. Und dann, wie gesagt, sie können. Kase macht es ja eigentlich, fand ich es gut, wie Kase das gemacht hat in der YouTube-Beschreibung und in ihrer Shop-Beschreibung. Da ist nämlich immer nur gesagt, hier sind Kurzgeschichten vom Schöpfer von Detective Conan und manche Kurzgeschichten haben auch Detective Conan-Bezug. So, ganz klar, so ist es und so haben sie es da geschrieben. Nur im Trailer ja, haben sie es dann nicht so ganz genau genommen, weil das ist, wenn man das einfach so
vereinfacht sagt, dann liest es sich und klickt es sich halt besser vermutlich. Kann man ihnen vielleicht auch nicht zum Vorwurf machen, weil sie wollen ihre Sachen ja verkaufen, aber also diesen Spruch buntes Universum, ja gut, kann man vielleicht auch sagen, ja, wenn man sich nicht so um die ganzen Hintergründe schert, dann ist es ja auch egal, gebe ich zu. Aber das Thumbnail musste nur wirklich nicht sein. Ja, es weckt einfach bei den Fans, denke ich, auch falsche Erwartungen. Also man hat das auch in den Kommentaren dann gesehen unter dem Video oder so, wenn dann jemand gefragt hat, ob das denn jetzt ein neuer Conan-Film ist. Und da muss man sich halt schon denken, naja, dann ist das ja auch blöd für die Fans, ne? Also gut für den Publisher, wenn die Fans dann zugreifen und es dann kaufen in der Erwartung, es wäre ein Film oder vielleicht irgendein Special. Die Enttäuschung ist dann natürlich bei den Fans da und die schlechten Bewertungen wahrscheinlich auch. Deswegen ist das so ein bisschen auch kritisch zu sehen. Also ich sehe das so ähnlich wie damals, als es auf dem Manga veröffentlicht wurde. Da hat man sich ja auch am Design und sowas in den Conan-Bänden orientiert. Und das fand ich auch alles soweit in Ordnung. Und ich denke mal jetzt hier bei dem Anime-Bezug, klar, dass man dann in den Trailer dann Szenen reinschreibt oder zeigt mit Yukiko oder so. Ja, das ist dann natürlich ganz selbstverständlich und das ist dann auch okay. Aber wie gesagt, besteht halt die Gefahr, dass man da einfach falsche Erwartungen bei dem Durchschnittsfan weckt, der da nicht weiß, was kaufe ich denn da überhaupt. Und das ist dann halt ungünstig für den Fan und im Endeffekt dann auch schlecht für den Publisher, denke ich. Vor allem, weil ja schon beim Verschwinden des Conan O'Gara und bei Episode 1, was Kase ja teilweise als Film vermarktet hat für den deutschen Release, da auch Leute schon so ein bisschen enttäuscht waren, weil sie gesagt haben, ich dachte, das wäre ein neuer Film, das ist nur ein TV-Special, obwohl diese TV-Specials ja im Prinzip Filmlauflänge und Produktionsansprüche haben. Und wenn dieser Gedanke jetzt bei den Short-Stories aber aufkommt, wo dann das Produkt nicht mal nur grob das halten kann, also hoffe ich mal, dass das nicht so ganz nach hinten, nicht ein bisschen nach hinten losgeht für Kassier. Zumal man auch sagen muss, ne, die Short-Stories, die sind halt auch einfach schon sehr alt, ne? Also, wenn man dann jetzt irgendwie zugreift, dann denkt man sich, naja, was habe ich da für einen alten Schinken? Gut, da liefert dann der Trailer Beweise, da kann man sich schon mal drauf einstellen. Aber ja, ne, das ist natürlich auch die Gefahr, die man dann läuft. Aber insgesamt, um das nochmal positiv hervorzuheben, ich denke, wir können froh sein darüber, dass wir die Short-Stories überhaupt, dass das veröffentlicht wird. Auch auf Blu-ray, dass man das sich dazu entschieden hat. Das denke ich, ist insgesamt eine schöne Meldung. Auch wenn man dann halt mal so sagt, so oder zurückblickt und dann überlegt, naja, bevor Detektiv Conan bei ProSieben Max lief und wie war das denn? Also hätte mir da jemand erzählt, dass die Short Stories mal irgendwann veröffentlicht werden oder jetzt dann Conan öfter im Kino zu sehen sein wird oder so. Das hätte ich nie geglaubt, muss man auch mal so sagen. Deswegen finde ich das auch, das kann man auch, denke ich, positiv hervorheben, dass da Kase mittlerweile so bemüht ist und das Franchise drumherum groß rausbringt. Ja, denke ich auch, alles, was abseits der normalen Filme und der DVD-Boxen veröffentlicht wird, ist ja per se immer gut, wenn mehr auf den Markt kommt, dass das auch breiter wird und ja, wir uns im Wachstum befinden sozusagen. Vielleicht können wir da ja auch noch auf einiges anderes bald in Zukunft hoffen. Vielleicht ja die Magic Files, OVAs oder irgendwie sowas. Das steht ja auch noch quasi aus, wenn man so will. Mal sehen, was ist, ob da vielleicht irgendwas kommt. Zu den Gosho Aoyama Short Stories haben wir auch schon einen Podcast gemacht, meine ich, also zu der Manga-Vorlage. Könnt ihr auch gerne mal reinhören, falls euch das interessiert. Ansonsten einfach mal den Trailer anschauen. Ist auf dem YouTube-Channel von Kase zu sehen. Da einfach mal vorbeischauen, dann wisst ihr, was euch da erwartet. Und dann seid ihr nicht am Ende ganz schockiert, wenn ihr feststellt, oh, das ist gar kein toller neuer Conan-Film, sondern nur, ja, wie Johannes sagte, alter Schinken. Ja, gut. Ja, ich würde, auch wenn es vielleicht nicht ganz so toll ist, Eigenwerbung zu machen, aber ich würde in diesem Zusammenhang doch auf unseren Podcast zu dem Manga-Band verweisen, weil es mir persönlich so ging, als ich diesen Trailer gesehen habe, wusste ich ja schon, was mich erwartet durch den Manga. Und wenn ich jetzt den Manga nicht gehabt hätte und gewusst hätte, worum es ungefähr in diesen Short Stories geht, hätte ich mir den, glaube ich, angesehen und gedacht, ja, und was erwarte, worum wird es da gehen? Also, dass man da sozusagen noch eine kleine Gedächtnisstütze hat, worum es gehen könnte, so als Anregung. Dann machen wir weiter mit dem Manga in Deutschland, unser nächster Bereich hier, der zweite große Bereich. Da haben wir seit dem 6. Dezember im Handel die Anime-Comics-Komplett-Edition, Anime-Comics-Komplett-Paket
Alle vier Anime-Film-Comics könnt ihr euch jetzt gebündelt kaufen für einen sensationellen Preis. Ich glaube, 9,99, 14. Ich dachte 12. 12. 12. Ja. Sensationeller Preis. Unbedingt zuschlagen. Das lohnt sich. Ja, also vier Anime-Film-Comics, die ihr da habt. Und das deckt dann Film, welche waren es denn? 17 und 18 ab, wenn ich mich nicht alles täuscht. Die könnt ihr dann komplett in Farbe nachlesen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da zuzuschlagen, falls ihr die Anime-Film-Comics noch nicht habt. Die zu den einzelnen Anime-Film-Comics haben wir auch Podcast gemacht. Da haben wir damals gesagt, lohnt sich nur bedingt. Aber die Anime-Film-Comics oder im Komplettpaket, die lohnen sich auf jeden Fall. Da kann man definitiv zuschlagen. Also wenn ihr das noch nicht habt, schaut euch das mal an. Und falls euch das interessiert, schlagt dann auch gerne zu. Ja. Zudem haben wir zu Band 95 das finale Cover veröffentlicht und auch die Inhaltsangabe des Bandes veröffentlicht. Der Band erscheint ja im März in Deutschland und schließt damit sozusagen den Manga in Deutschland komplett ab, denn ab da haben wir die kompletten Weeklies veröffentlicht. Ja, falls euch das finale Cover interessiert und ihr es nicht erst im März sehen wollt, schaut gerne mal bei uns im Wiki vorbei oder in der News auf conannews.org natürlich. Gut, machen wir weiter mit den Detective Conan Weeklies, die ja hier in Deutschland erscheinen. Da sind wieder einige neue erschienen und worum es da geht, das erzählt uns jetzt wie gewohnt Lasse. Ran, Masumi, Makoto, Conan und Sonoko waren im Kino. Auf dem Weg zurück hat Makoto einen Stuntdarsteller in einem Dreh aus Versehen ausgenockt und wurde deswegen als Ersatzschauspieler gecastet. Bei diesen Dreharbeiten sterben ein Schauspieler und ein Regieassistent, der den wahren Täter herausfindet und ihn versucht zu erpressen, wird ebenfalls ermordet. Es war ein 5-Kapitel-Fall mit dementsprechend 2 Opfern und insgesamt 5 Fallpersonen. Und das Wichtigste in diesem Fall ist im Prinzip der Umstand, dass Masumi sich versucht, an Conan ranzumachen. Sie will nämlich, also keine Ahnung, was sie genau will. Sie macht sich jedenfalls an sein Geheimnis ran, indem sie ihn nicht so subtil darauf anspricht und nicht so subtil bei Ran Andeutungen macht und ihr ziemlich direkt sagt, hey, Gon und Shinji ist doch dieselbe Person. Und dann sagt Ran, ja, nee, ich habe sie schon mal zusammen gesehen und Masumi fällt aus allen Wolken. Und dann lässt Masumi aber nicht locker und spricht nochmal mit Ran und Sonoko und erkundigt sich nach Kindern, die ähnlich wie Conan sind und erfährt daran, dass Ai Haibara auch ein Kind ist, was ziemlich erwachsen wirkt. Und dann denkt sie so, ach so, Ai Haibara, die ich im Mystery Train getroffen habe, die ist also auch so. Interessant. Was bestätigt, Masumi hatte vorher überhaupt keinen Plan, was sie tut und wusste nicht, was mit Haibara abgeht und hat sie einfach nur so mal treffen wollen. Scheinbar. Denn erst jetzt erfährt sie, dass Haibara auch so wie Conan ist. Ups. Hat natürlich aber auch noch Masumis Mission zu tun, jetzt, endlich mal, was man schon dachte, dass sie sich schon im Mystery Train für Haibara interessiert, wegen geschrumpft und so, jetzt ist es endlich soweit. Und sie soll ja immer noch das Gegenmittel besorgen. Dabei denkt sie auch zurück an den Tag, wo Mary geschrumpft wurde, was in London passiert ist, jetzt endlich bestätigt. Und wir sehen auch, dass sie beim Wimbledon-Turnier zum ersten Mal Conan gesehen hat. Also, wer diese Fantheorie ebenfalls hatte, das ist jetzt ziemlich bestätigt, dass sie Conan da gesehen haben. Es war ja nicht sonderlich subtil, als Shinichi sich im Strand-Flashback in Band 92 als Holmes Schüler vorgestellt hat, was er auch in London als Conan getan hat. Da konnte man sich schon so denken, naja, da ist also die Verbindung. Und Masumi hat sehr viel Fan-Backlash dafür bekommen, wie sie sich verhalten hat, weil sie ist so, ja, wir stehen auf derselben Seite, aber ich gehe diese Sache an in einer Art und Weise, die am wenigsten vertrauensbildend ist, wie möglich. Also schlechter hätte sie das vermutlich nicht handeln können. Und am Ende fühlt sie sich trotzdem irgendwie cool, weil sie angeblich was gerissen hätte. Aber wie so oft bei Masumi hat sie das am Ende mal wieder nicht getan. Sonoko und Makoto, da läuft nicht viel, außer dass die beiden sich immer noch gut verstehen. Und Makoto darf am Ende noch einen Bus festhalten und die Täterin zusammen mit Ran davon abhalten, Selbstmord zu begehen. Der Fall an sich war etwas lasch. Der erste Trick war so unfassbar einfach, dass ich mich gewundert hat, dass im letzten Kapitel nochmal 2 Seiten darauf aufgewendet wurde, ihn aufzuklären, weil ich eigentlich dachte, der wäre schon vorher klar gewesen, weil der wird so ausformuliert mit einem mechanischen Schmetterling,
wie genau das läuft, das müssen wir in den Kapiteln lesen, aber naja. Und der Vergiftungstrick am Ende war auch ein bisschen, ja, basierend darauf, dass man halt, dass das halt in den Panels einfach schlecht zu sehen war. Und da waren die Hinweise auch ein bisschen mau. War durchaus solide, aber hat man in 5 Kapitelfällen auch schon besser gesehen. Und am Ende darf ran nochmal die Worte von Shizuka aus ihrem Intro zitieren, was ein ganz netter Touch ist, dass man das Leben kostbar ist und man es nicht nehmen darf, auch nicht sein eigenes. Kam fast ein bisschen random einfach in dem Fall, aber wie gesagt, Callbacks ab und zu ist ja mal nett. Und am Ende wird Makoto doch kein Schauspieler, weil er ist so nervös vor der Kamera, dass er dauernd stottert und keine Zeile richtig rausbringt. Und das nächste Kapitel kommt am 13. Februar. Das heißt, eine etwas kürzere Pause, dieses Mal für Gosho Aoyama, um den nächsten Fall vorzubereiten. Ja, war dann für mich eine sehr, oder ja, war dann für mich da eine ganz interessante Geschichte, sag ich mal. Hatte auch ein bisschen was mit der Haupthandlung zu tun, dass man da auch so ein bisschen, ja, mehr oder weniger Neues erfährt, sag ich mal. Je nachdem, wie theorienhaftig man unterwegs ist, wird man sich schon das eine oder andere bestimmt gedacht haben. Aber ja, ich fand die Idee auch ganz nett, quasi so dann. So ein zufälliger Begegnung mit Makoto, dass er dann da plötzlich so Filmstar werden könnte und dann auf einmal, ja, der ist ganz gut, den können wir casten und dieser Regisseur dann, ja, die ist auch ganz gut und oh, die sieht gut aus, ja, die könnte man darauf casten, den könnte man dafür benutzen. Also fand ich ganz nett, welche Ideen er so hatte, dass dann da am Ende nichts draus geworden ist. Ja, ein bisschen schade, aber gut, wir müssen ja unseren Manga auch weiterlesen, so wie er ist. Freut mich auf jeden Fall, wie gesagt, dass mit der Haupthandlung weitergeht und eventuell, Ahnung von mir, in Richtung Finale stürmt sozusagen. Ich weiß nicht, wie lang das jetzt noch wird, aber wir haben ja jetzt schon so eine kleine Richtung mit Masumi, wenn sie auf Ei trifft und das Gegenmittel vielleicht bekommt und so. Hat für mich schon so ein bisschen Gefühle in Richtung Finale, aber mal schauen. Ja, ansonsten freue ich mich natürlich darauf, wenn es dann auch bei uns hier in Deutschland in Buchform erscheint, in Mangaform. Freue mich, es dann nochmal zu lesen und ja, habe mich gut unterhalten gefühlt mit dem Fall und ich vergebe hier mal, ja, sagen wir mal, 4 von 5 Weekly Pets. Ja, also ihr habt jetzt schon so die wichtigsten Punkte gesagt, Lasse und Olli. Was ich aber noch anmerken möchte, weil Lasse das jetzt so ein bisschen angesprochen hatte mit Zera und dass das nicht so gut ankam. Ich muss sagen, mir hat das ziemlich gut gefallen, dass sie da so offensiv rangegangen ist an Ran und das so direkt angesprochen hat. Das hat mir eigentlich echt ganz gut gefallen und dann Conan so in Bedrängnis zu bringen, aka Shinichi. Klar ist keine vertrauensbildende Maßnahme insgesamt, aber mir gefällt es einfach, weil da dadurch ein bisschen Bewegung in die Sache reinkommt, in die Dynamik zwischen den Charakteren. Und ja, hat mir deswegen eigentlich wirklich insgesamt ganz gut gefallen. Das würde ich daher eher als positiven Aspekt verbuchen. In dem insgesamt, was kriminaltechnisch angeht, eher schwächeren Fall sehe ich so wie Lasse mit diesem Spielzeug, was da für den Trick benutzt wurde. Naja, also das war wirklich eher mau, muss man sagen. Aber insgesamt fand ich den Fall und die Cliffhanger und sowas, das hat mich alles sehr gut unterhalten, muss ich sagen. Und ich würde deswegen 4 von 5 Scherzartikel vergeben. Findest du es aber nicht ein bisschen widersprüchlich, dass Masumi in dem letzten Fall mit Mary, mit dem Geisterdetektiv, ja noch diejenige war, die Con mehr vertrauen wollte, und da quasi ihn ja auch schon mit Mary bekannt machen wollte, einladen wollte, und Mary eigentlich diejenige war, die Con nicht vertraut hat und ihn eher aggressiv hätte angehen wollen oder beziehungsweise gar nicht angehen wollen? Ja, aber vielleicht ist es ja offscreen, sind sie sich dann auf eine neue Methode übereingekommen. Ja, stimmt natürlich, was du sagst. Ja, andererseits hat Masumi jetzt auch den Auftrag von Mary bekommen, das Gegenmittel zu besorgen, und vielleicht ist Masumi deswegen einfach unvorsichtig, weil sie sich jetzt Ja, denkt, ich muss kann. jetzt liefern.
Ja, sie hat ja jetzt zu diesem Zeitpunkt, jetzt wo das Capture spielt, ja schon klare Hinweise darauf oder ist schon dahinter gekommen, dass es da dieses Mittel gibt. Von daher, ja, klar, na, also kann natürlich eine Rolle spielen, dass das dafür gesorgt hat, dass sie dann vielleicht ein bisschen off-Character geraten ist. Weiß ich nicht. Schwer zu sagen. Aber das macht es ja spannend für die nächsten Kapitel. Genau, weiter geht's ja, wie gesagt, im Februar. Mal sehen, was uns dann erwartet. Gibt's auch noch keine Informationen zu, nicht wahr? Nein. Okay. Ja, wenn, dann lest ihr das natürlich auf bei uns auf connynews.org. Da wird Lasse wie gewohnt die Kapitel zusammenfassen. Ja, machen wir weiter mit der spoilerfreien Zone. Da haben wir zunächst eine Release-Übersicht über die Conan-Neuerscheinungen, die am 18. Dezember erschienen sind. Was ist denn da so alles in Umlauf gekommen, Lasse? Zum einen das Super Digest Book Black Plus. Die Super Digest Books gab es normalerweise in 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 plus. Und ich habe die 70 vergessen. Was eben die Handlung der vergangenen 10 Bände grob zusammenfasst. Und das ist jetzt halt in der besonderen Edition Black Plus erschienen für schwarze Organisationshandlungen. Und das Größte daran ist eigentlich immer, dass in den meisten Super Digest Books ein Q&A mit Gushi Toriyama drin ist, mit Fanfragen, was aber jetzt zur schwarzen Organisation auch nicht so aufschlussreich war, weil viele der Fragen waren so: Was ist Jins Blutgruppe? Kann ich Jin daten? Und da sagt Aoyama dann: Würde ich nicht empfehlen, haha. Super. Dann Ja. ist für den London-Fall quasi der Anime-Film-Comic, beziehungsweise dann heißt es irgendwie Visual Comic in dem Fall, rausgekommen. Jedenfalls die London-Fälle im Anime als Anime-Film-Comic. Der zweite Teil des Anime-Film-Comics, diesmal tatsächlich für Film 22 ist rausgekommen und die Film 22 Visual Selection, was einfach Hintergrundinformationen zu Film 22 ist, Konzeptzeichnungen, Storyboards, all das Übliche. Man kennt ja vielleicht diese Sequel Archives, wenn man auf Conventions mal vielleicht zugeschlagen hat oder beziehungsweise auch vom freundlichen Buchhändler seiner Wahl dann immer gleich die neuesten Con-Sachen hingereicht bekommt Takagi. und man dann schwer ablehnen kann. Da kommt man vielleicht auch mit den Sachen in Berührung. Und ja, das sind so relativ dünne Büchlein, großformatig, dafür aber mit sehr hochwertigem Papier und wie gesagt, Design Artworks, Konzeptzeichnungen, Designskizzen, Szenenbilder, Interviews meistens mit einem Synchronsprecher und irgendeinem Verantwortlichen, ab und zu auch mit Gushi Aoyama und wie gesagt Hochglanz und mit Farbe. Also wer Film 22 zu schätzen weiß, der wird damit seine Freude haben. Nach Deutschland wird das vermutlich niemals kommen. Ja, zudem wurde bekannt, dass der Detektiv Conan Manga 230 Millionen Exemplare im Umlauf hat. Also wirklich eine gigantische Zahl. Und da weiß auch Lasse ein paar Einzelheiten zu, nicht wahr? Richtig. Das ist ja immer so, die Manga-Publisher sind ja immer nicht so freudig, damit Zahlen rauszugeben unbedingt. Vor allem was längere Serien anbelangt. Aber es gab jetzt eine Seite von YTV. Das ist der Sender, der auch Conan ausstrahlt. Und die haben ein Real Escape Game beworben. Und da stand in den ganz unten drin, so immer wenn solche Pressemitteilung ist, so über Detective Conan, Doppelpunkt, und dann stand da eben drin, es ist ein Manga, der sich 230 Millionen Mal weltweit verkauft hat. Unsere letzte Angabe war irgendwann mal 200 Millionen. Das war aber auch eher so halbseitenquellenmäßig, weil das so sehr viel mit dieser Meldung, dass Gushi Aoyamas kombinierte Werke 200 Millionen verkauft haben, so zusammengewürfelt wurde. Aber naja, YTV wird schon wissen, was sie tun. Ja, und mit 230 Millionen ist Detective Conan damit aktuell Stand jetzt, was die Quellen angeht, auf der Wikipedia-Liste der Bestselling Manga aller Zeiten auf Platz 4, hinter One Piece, Dragon Ball und Naruto. Ja, aber auch nur dem aktuellen Stand nach 5 Millionen hinter Naruto. Aber wer weiß, wann Naruto das letzte Mal aktualisiert wurde mit den Zahlen. Das verkauft sich auch, obwohl der Manga vorbei ist, immer noch. Also vielleicht ist es nicht so nah, aber ziemlich weit oben ist Ja, Detective Conan. die Zahlen sind ja sowieso alle irgendwo mal entsprungen, wie du schon sagtest. So offiziell gibt das ungern jemand raus. Hier in Deutschland weiß man ja auch sehr wenig über die
Verkaufszahlen von irgendwelchen Manga überhaupt. Ich meine, bei Detektiv Conan haben wir neulich erst die 2-Millionen-Grenze übersprungen. Und wenn ich neulich sage, meine ich die letzten paar Jahre. Ich weiß gar nicht, wann das war. Aber ich glaube, wir haben die 2 Millionen geknackt hier in Deutschland. Ansonsten weiß man zu Verkaufszahlen auch immer sehr, sehr wenig tatsächlich. Ja. Ein Anhaltspunkt ist ja immer die Auflage, die man ja vorne oder hinten im Conan-Manga drin sieht. Da kann man immer ein bisschen sehen, wie viele Auflagen es schon gab und dann vielleicht hochrechnen, ja, schätzen, irgendwas. Ja, nichts Genaues weiß man nicht. Ja. Genau, dann haben wir noch eine Meldung, dass Detective Conan in den USA von Netflix verschwunden ist. Da war Detective Conan ja bisher immer verfügbar, seit 2016 mit über 50 Folgen. Und inzwischen zum Jahreswechsel wurde das eingestellt, also die US-Amerikaner können dort keine weiteren Folgen mehr von Detective Conan oder wie es dort heißt, Case Closed, sehen. Genau, in den USA und Kanada gehört ja meine ich auch dazu. Also da ist jetzt Detective Conan verschwunden. Das war ja auch mal ein bisschen der Anhaltspunkt für die Gerüchte, dass Detective Conan eventuell in Deutschland bei Netflix erscheinen könnte. Dem wurde jetzt dann noch ein größerer Riegel vorgeschoben. Ja, wäre natürlich schön, wenn Detective Conan bei Case Closed, bei Netflix zu sehen ist, sowohl in den USA als auch in Deutschland. Aber ich denke, davon sind wir jetzt noch weiter entfernt als vorher. Ja. Genau. Machen wir weiter mit erfreulicheren Nachrichten oder wie Lassen sagen würde, traurigen Nachrichten, Film 23. Da ist einiges bekannt geworden, der Titel, das Gosho-Poster, Filmplakat und ein erster Trailer und Lasse hat dazu die Details, nicht wahr? Ganz genau. Film 23, Conjuring Fisto, The Fist of Blue Sapphire, was mal wieder einer der internationalen Titel ist, die nicht so ganz gelungen sind. Ist ein Film mit Kaito Kid, mit Makoto Kyoko, spielt größtenteils in Singapur und das Gosho-Poster zeigt auch das Marina Bay Sands Building, was auch schon erst im Teaser zu sehen war. Und erste Story-Synapsen gehen davon aus, dass, beziehungsweise Kaito geben Kid an, stirbt. Nee, okay. Fast, es wird zumindest eine blutige Kaito Kid-Karte gefunden. Kaito Kid entführt Conan, verschleppt ihn nach Singapur. Seine Klamotten und seine Gadgets werden geklaut. Er muss sich als Arthur Hirai ausgeben. Voran zum Beispiel nimmt damit eine dritte Identität an. Lustig, 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 hahaha. Weil ein Kid-Film ist ja noch nicht lächerlich genug. Dann brauchen wir auch noch sowas da drin. Im Trailer sehen wir noch eine Szene mit Ran und Shinji im Pool auf diesem Marina Bay Sands Building, wo alle Welt sagen, ja, schon wieder Kaito Kid. Und die letzten Hoffnungsvollen sagen, aber es könnte ja doch der echte Shinichi sein. Ja. Aber diese vielleicht in einem Flashback, ja. Diese armen Seelen haben dann offensichtlich nicht den Hype um Film 19 mitgenommen, damals 2015. Und Film 14 und Film 8 und, naja, okay. Also bei Film 19 war ich dabei und da wurde, da war ich quasi in erster Front dabei, teilweise in sozialen Netzwerken. Und da wurde vehement gesagt, das können sie nicht normal bringen, das ist bestimmt Shinichi, der echte. Und so und dann war es am Ende doch nur Kaito Kid. Und auch wenn jetzt tatsächlich im richtigen Kinoposter, was veröffentlicht wurde, Shinichi die zentrale Figur auf dem Poster ist, der diesen Blue Sapphire in der Hand hält, glaube ich trotzdem, also ich glaube es erst, wenn ich es sehe, beziehungsweise von japanischen Fans auf Social Media lese nach der Premiere, dass das wirklich Shinichi ist. Ansonsten der Kampf Makoto gegen Kaito Kid steht wieder im zentralen Fokus, weil der Blue Sapphire eben auf einem Gürtel montiert ist, der Champion-Gürtel King of Karate ist. Deswegen ist Makoto auch in Singapur wegen einem Karate-Turnier. Und allein deswegen kommen die beiden natürlich in Konflikt. Und Makoto ist auch allgemein irgendwie ziemlich sauer im Trailer aus irgendeinem Grund auf Kid. Und vermutlich wird es ja wahrscheinlich wieder so zwei irgendein fallbezogenes Ding geben, was die beiden gegeneinander ausspielt und am Ende ist das alles gar nicht so, wird es gar nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, aber im Moment ist der Hype ziemlich groß da und mal schauen, ob es den 22. Film übertreffen kann mit seinem Amuro-Hype. Ich sage ja. Würde ich mich sehr stark festlegen. Ich wäre auch bei ja.
Ich würde mich dem anschließen, allein schon aus dem Grund, weil ich all die Jahre davor immer gesagt habe, ja, Film, ich fange mal bei Film 19 an. Film 19 war super, kann nix toppen. Dann kam Film 20, setzt einen drauf. Dann dachte man, boah, Film 20 hat den geschlagen, da kommt nichts mehr. Dann Film 21 hat den wieder platt gemacht und das geht ja kontinuierlich so. Und deswegen glaube ich, dass das dieses Jahr auch wieder so wird, auch wenn ich es mir immer nicht vorstellen kann. Aber es freut mich natürlich sehr, dass das ja so erfolgreich ist und immer wieder getoppt wird. Ja gut, dann haben wir noch eine Meldung bezüglich eines neuen Openings und eines neuen Endings, die in Japan auch schon gestartet sind, passend zur purpurroten Klassenfahrt, über die wir auch gleich noch sprechen werden. Beide Songs von Mai Kuraki. Wie findet ihr sie? Die übliche Frage hier. Also ich muss sagen, ich fand das Opening 49 fand ich ziemlich gut. Also mir hat das musikalisch einfach sehr cool gefallen, hatte einen schönen Rhythmus drinne und fand ich auch ein bisschen besser als das Ending 59, was so ein bisschen langsamer ist. Und ja, interessanterweise ja beides von Mai Kuraki gesungen. Finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Also es ist natürlich eine gonne Institution, Mai Kuraki, weil sie ja schon so viele Openings für die Serie gesungen hat. Stichwort Guinness Buch der Rekorde. Und ja, insgesamt, wie gesagt, das Opening fand ich besser als das Ending, schon deutlich besser, und hat mir aber eigentlich beides schon insgesamt ganz gut gefallen. Was das Filmische angeht, muss man aber sagen, da müssen wir noch mal abwarten, weil das ist ja jetzt vorerst nur mit dem Special zusammengelaufen. Da weiß ich noch nicht, ob da jetzt noch mal ein anderes Opening oder Ending, weiß nicht, konzipiert wird oder geplant ist, was die Animation angeht, oder ob das jetzt ähnlich bleibt mit dem Special, dass man das irgendwie verbindet. Aber eigentlich muss da noch mal ein neues Video-Opening kommen, so dass wir uns wahrscheinlich auch noch mal auf neue Animationen freuen können, nehme ich mal an. Ja, würde ich auch stark von ausgehen, zumindest beim Opening. Beim Ending hat man ja schon ein bisschen mehr gesehen, was mich auch stark an ein anderes erinnert hatte, wo wir auch schon mal so Fotos von ran gesehen haben in so einer Zeitentwicklung. Von daher hat mir dieses Element dann auch ganz gut gefallen. Ich sehe ja immer gerne so Fotos von den Charakteren, sag ich mal, außerhalb der Manga-Zeit oder im Wandel der Zeit. Hat mir, glaube ich, auch schon mal irgendwo einen Titel zu. Ja, ansonsten muss ich, wie bei allen neuen Openings und Endings, die erstmal wieder so ein bisschen hören und verinnerlichen, um dann mir noch meine klarere Meinung dazu zu machen. Jetzt so aufs erste Hören gesagt, ja, fand ich jetzt bei mir persönlich keine Tendenz, dass das eine besser oder das andere schlechter ist. Hat mir beides gut gefallen. Ich mag Mai Kuraki auch vom Gesang her und deswegen, ja, finde ich, wie gesagt, beides ist gelungen und ja, mal schauen, wie sich das mit den nächsten Episoden so bei mir persönlich entwickelt. Wobei man gleich mal anmerken darf, und ich glaube, da sind wir uns hoffentlich alle einig, dass der Titel vom Ending 59 einfach viel zu lange ist, um den als Deutscher auszusprechen. Also das ist wirklich eine Gemeinheit, muss man ja fast schon sagen. Wir könnten das hier immer so machen wie die Japaner, die benutzen ja bei solchen langen Sachen immer irgendwelche kecken Abkürzungen. Also vielleicht Kimi Itsu für dieses Ending. Okay, ja, können wir uns darauf einigen. Wäre ich ganz bei Aber dir. wir sprechen jetzt so schnell aus, dass es sowieso kein Mensch verstehen Gib wird. mir so, ihre Nein. Oh, perfekt, Johannes hat's drauf. Ja, danke schön. Oder wie Ash in Army of Darkness. Klaatu, Berata, Kimito, Irenai. Gesundheit, ja. Finde ich schön. Wir trainieren das jetzt bis zum nächsten Podcast und dann hört es perfekt. Philipp ist vorreich. Nein, 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 danke. Ich schneide das immer rein dann, was Johannes gerade gesagt hat. Klatsch oder Ja, Nasse. super.
Ja, dann machen wir weiter mit dem Anime in Japan. Wir haben noch einige Episoden, unter anderem auch die purpurrote Klassenfahrt, aber bis wir dahin kommen, erst noch mal ein paar Füller-Episoden, nämlich die Episode 923. Ein Tag ohne Conan, aber mit den Detective Boys, oder Olli? Was hat es damit auf sich? Ja, so ganz ohne Conan ist es nicht eine Conan-Episode ohne Conan. Ich glaube, das gibt es gar nicht. Doch, mit Shinichi. Ha! Ja, gab es das. Wir sollten mal in unserem News-Archiv im Wiki nachschlagen. Aber jetzt sind wir erstmal bei 923. Ja, ganz grob und kurz sozusagen zusammengefasst. Die Detective Boys sind zusammen mit Ai unterwegs. Wir beginnen den Fall auf einer Baustelle, wo sie hinter einer Plane eine Leiche finden und ganz verschreckt sind. Und dann kommt natürlich Kommissar Mayuret mit seinem Team, um zu ermitteln. Wir erfahren dann aber natürlich noch, wie es zu dem Ganzen gekommen ist. Und zwar war das Ganze so, dass die Detective Boys halt unterwegs waren, um den Enkel von einer in der Nähe lebenden Oma zu beschatten, weil die Oma sozusagen sagt, ja, der Junge macht nichts aus seinem Leben, er sitzt den ganzen Tag zu Hause und hat keine Arbeit und verkommt, und dem wollen sie dann sozusagen mal ein paar Takte erzählen sozusagen. Also die Detective Boys gehen zu diesem erwachsenen Mann und sagen, hey, mach was aus deinem Leben, so ist der Plan. Deshalb beschatten die den, und ja, während sie ihn beschatten, kommt ein großer Mann an ihnen vorbei, geht auf diese Baustelle und rennt 5 Minuten später panisch weg. Dann finden sie sozusagen raus, dass der Enkel aber nachts in einem Supermarkt arbeitet und das seiner Oma bisher noch nicht erzählt hat. Und ja, das ist also alles ganz schön und glücklich gelaufen. Was nicht so glücklich gelaufen ist, ist, wie gesagt, das auf der Baustelle. Das erfährt Conan dann übers Telefon von Mitsuhiko, weil Conan ist mit Kogoro unterwegs. Der hat irgendwas gewonnen und Ran hat keine Zeit, und deswegen begleitet Conan ihn. Und dann ist Kogoro halt mal wieder wo eingeladen und genießt da ein ausgewiesenes Getränke- und Speisenangebot. Und später wird er dann aber wohl irgendwie krank und Conan muss noch ein bisschen länger da bleiben. Und ja, wir erfahren dann sozusagen die Details von Mitsuhiko zu dem Fall, dass eben dieser große Mann, der da tot aufgefunden wurde, das ist so ein bekannter Drogendealer, war es ein Drogendealer? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ist schon ein bisschen länger her. Erpresser war es, genau, ein Erpresser war das, der ist da halt jetzt tot am Liegen, und jetzt gilt es rauszufinden, wer denn der Täter war. Die Detective Boys sind sich ja ziemlich sicher, es war dieser große Mann, den sie halt panisch von der Baustelle haben flüchten sehen. Findet Megoret ziemlich vage, den dann halt zu finden, weil es gibt viele große Männer und auch das Opfer war an die 2 Meter groß. Naja, dann gibt's halt auch keine Tatwaffe. Die ist vermutlich halt eine schwere Eisenstange. Die gilt es dann eben auch zu finden, und deswegen machen sie sich dann sozusagen auf die Suche, befragen halt Zeugen sind es ja nicht, aber die Geschädigten von dem Erpresser, weil Takagi in der Wohnung den Zettel von den erpressten Personen findet. Die befragen sie dann halt alle, und ja, bei der einen oder anderen Person könnte man denken, ja, eventuell widersprüchlich, aber passt nicht zusammen, weil sie ist zum Beispiel eine kleine, zierliche Frau und der Täter muss ja ein großer, starker Mann sein. Also, ja, alles sehr verworren, sehr abwechslungsreich, oder naja, kann man so oder so sehen. Jedenfalls, Conan kommt später auch noch hinzu, jetzt habe ich voll gespoilert. Und ja, der Fall wird dann natürlich aufgeklärt, wie verrate ich jetzt an der Stelle wie immer nicht. Dazu empfehle ich euch die Handlung der Zusammenfassung der Episoden-News oder die Episode selbst zu schauen. Ja, mir persönlich hat der Tag ohne Conan, ja, ich sag mal, gar nicht so schlecht gefallen. War jetzt auch nicht herausragend, aber war eine nette Unterhaltung, auch so mit dieser, ja, Tatsache, was so ein bisschen wirklich hinter dem steckt, wie das Ganze so abgelaufen ist. Das musste man erstmal begreifen. Ja, das mit der
Oma und seinem Enkel, das war so eine ganz nette Side-Story, kann man sich eigentlich auch sparen, aber ich fand, das war auch eine nette, schöne Geschichte. Also so für zwischendurch kann man sich die Episode gerne mal ansehen und ja, ich vergebe da so Durchschnittswerte von 3 von 5 verschwundenen Eisenstangen. Ja, also ich denke, Verworren trifft das ganz gut. Das ist aber für mich ja insgesamt deswegen eher schlecht als gut. Also es war nicht irgendwie so ein positives, überraschendes Element, was da drin war, sondern es war halt einfach nur ja, unnötig verworren und naja, hat dem Erzählfluss irgendwie meiner Meinung nach ein bisschen geschadet. Was ganz cool war, war, dass mal nicht Conan auf eine Leiche gestoßen ist, weil der gar nicht da war, sondern halt die Detective Boys, dass er mal nicht der Todesengel war. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber dann halt, wie gesagt, mit dem Fall und wie sich das entwickelt hat, ja, fand ich eher ein bisschen, ja, auf jeden Fall nicht so gut. Und deswegen würde ich eher 2 von 5 Erpressern vergeben. Gut, machen wir weiter mit der nächsten Episode 924, der Sonnenuntergang im Mandarinenfeld. Und auch diesen Fall wird uns Olli vorstellen. Ja, ganz kurz gesagt, es geht um Mandarinen. So, das war's. Bewertung folgt. Gut, nächste Folge von Super, Jo. Achso. ja. Ja, so ganz kurz wollen wir es dann doch nicht machen. Also, es spielt sich schon auf einem Mandarinenfeld ab. Da sind Sonoko, Ran und Conan. Ja, die sind bei einer, ja, Familie, die eben diese Orangenplantage, ich sage jetzt mal Orange, also für mich ist Orange und Mandarine das gleiche. Die Kritiker werden mich bestimmt dafür ohrfeigen. Egal. Und ja, die sind da sozusagen auf dieser Plantage und ernten die Mandarinen mit ab. Und ja, dann kommt halt der Vater, der Besitzer des Hauses, der das Oberhaupt der Familie halt und weist die Kinder erstmal zurecht, dass man die Mandarinen ja sehr sorgfältig abernten muss und ja, macht da so ein bisschen eher nicht den guten Eindruck auf die Kinder. Und ja, dann werden sie sozusagen von dem Sohn da so ein bisschen über die Farm halt geführt und der zeigt denen dann, wie das alles so ist. Und ja, dann ernten sie halt, ja, kistenweise diese Mandarinen ab und die wird dann über einen automatischen, auf einem automatischen Monorail, also eine Einschienenbahn, die haben die sich da gebaut oder gekauft. Die fährt halt auf jeden Fall von selbst, da kann man so Hebel umlegen und dann fährt die vom Mandarinenfeldhügel runter bis zum Haus, was den Transport halt sehr erleichtert. Und ja, es können halt ein Erwachsener kann da mitfahren sozusagen und den Transport ein bisschen überwachen. Conan als Kind darf auch mit und fährt dann mit dem Oberhaupt der Familie, mit dem Vater mit nach unten. Und ja, als sie dann im Haus sind, werden die Mandarinen halt von der Frau verarbeitet und zu ganz vielen schönen Leckereien gemacht. Und das freut den Vater sehr und er ist da plötzlich ganz glücklich und wie ausgewechselt und ja, alles scheint eine harmonische Atmosphäre zu haben, aber Conan bekommt dann halt plötzlich mit, als er gerade auf dem Rückweg von der Toilette ist, dass sich der Vater mit dem Sohn so ein bisschen in die Haare bekommt, weil der Vater halt die Farm verkauft hat und so ein bisschen das aus der Hand gegeben hat und der Sohn wollte das eigentlich wohl auch ganz gerne, dass er da ein Mitspracherecht hat und der Vater sagt dann halt so, nee, ich bin hier das Oberhaupt und was ich mache, ist Gesetz und wie es halt so ist in den Familienhierarchien. Naja, und dann später sind Sonoko Ran und Conan auf dem Mandarinenhügel abends, schauen sich den wunderbaren Sonnenuntergang an und dann sehen sie, wie das Familienoberhaupt, der Vater, mit auf dieser Einschienenbahn nochmal nach oben fährt mit ein paar Mandarinenkisten, dann winkt er denen noch kurz zu und plötzlich fällt er runter und ist halt ziemlich hoch und das hat er dann leider nicht überlebt und ja, jetzt ist dann die Frage, war es ein Unfall oder war es ein Mord? Denn eigenartigerweise ist auf der Schirmmütze, die der Mann aufhat, die Blutpfütze oder Blutlache, halt dieses getrocknete Blut, findet sich innen an der Mütze, aber nicht außen. Und er hatte die Mütze ja auf. Und ja, dann geht es sozusagen herauszufinden, was ist genau passiert und wer war der Täter? Gut, ist jetzt nicht ganz so schwierig, wenn es kein Außenstehender war. Wir wissen es nicht. Und
Ja, mit diesem Wissen oder Nichtwissen lasse ich euch mal im Mandarinenfeld stehen und lasst mal hören, was die anderen so zu den Mandarinen sagen, ob sie die auch so lecker finden. Orangen, Orangen. Ach, verdammt. Kommst jetzt hier selbst noch durcheinander. Ja, ich habe alles durcheinander geworfen. Nein, also ich muss sagen, der Filler fand ich eigentlich ziemlich gut. Mich hat das, so dieses Setting fand ich ganz interessant einmal mit diesem Mandarinenfell. Das fand ich mal eine schöne Abwechslung. Dass es hier nur Ran, Sonoko und Conan sind, hat mir auch ganz gut gefallen. Und dann halt einfach dieses Drumherum, wie sich der Fall entwickelt hat, dass man auch irgendwie ein bisschen Sympathie gewinnen konnte, hatte ich, also ging mir zumindest so mit dem späteren Opfer, weil sonst wären ja immer so als Hasskotzbrocken dargestellt, ich weiß nicht. Und da hatte man mal so, wo er dann so Bilder gezeigt hat aus seiner Jugend oder sowas und mit den Kindern, wo man irgendwie so den Eindruck hatte, naja, raue Schale, weicher Kern irgendwie, und dass er dann gestorben ist und dann diese Verflechtung drumherum, warum er gestorben ist. Das fand ich alles eigentlich ziemlich gut vom Storywriting her und muss deswegen sagen, ich würde 4 von 5 Mandarinen dafür vergeben. Aber es war auf jeden Fall ein Filler, den man sich mal, also meiner Meinung nach, angucken kann. Ja, dann ja, bist du ja sozusagen über die Durchschnittsbewertung hinausgegangen, was ja auch positiv hervorzuheben ist. Also ich persönlich würde die Episode auch besser einstufen als die letzte, die ich gerade eben Das vorgestellt habe. definitiv. Für die Vorstellung gerne nochmal ein paar Minuten zurückspulen und dann kommen wir hier nie weiter. Ja, und muss sagen, hat mir auch gut gefallen sozusagen die Story, auch so ein bisschen das Familienleben da von denen, um so die ja alltägliche, sag ich mal, Problematik, was man durchaus sich auch vorstellen könnte. Das Ende mit den Motiven fand ich dann nicht so ganz besonders, aber das war jetzt nicht so, dass es den Abbruch getan hat. Ja, trotzdem würde ich sagen, wie gesagt, ist das für mich auch eher so eine durchschnittliche Episode, eine ja bessere, sage ich mal, aber ich bleibe trotzdem bei einer glatten Durchschnittsbewertung von 3 von 5 Mandarinen Kuchen. Kuchen, ja, Kuchen. Kein Orangenkuchen, Mandarinenkuchen. Ja, dann haben wir noch zwei weitere Folgen der Anhänger des Herzens, also Teil 1 und Teil 2. Und den Fall wird uns Johannes vorstellen. Ja, und der Fall geht eigentlich los, dass Conan bei Professor Agatha gewesen ist und sein Handy abgeholt hat. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen zurückerinnern, was vor den Fillern gewesen ist. Also die letzten 5 Filler quasi ausblenden. Und da ging es um diese Studienfahrt und die Oberschülerin im Café, wo sie darüber unterhalten haben. Und dass zum Beispiel Ran halt Conan auch beziehungsweise Shinichi Nachrichten geschickt hat zu der Klassenfahrt. Aber sein Handy war halt kaputt. Und jetzt wird das quasi aufgelöst, dass er endlich sein Handy abgeholt hat, was halt kaputt war, und Professor Agasa hat es repariert und er findet tatsächlich eine Riesenanzahl Nachrichten von Ran. Und ja, damit ist so ein bisschen der Prolog gestartet der Episode und wir befinden uns auf dem Rückweg. Also die Detective Boys mit Ai und Conan befinden sich auf dem Rückweg von einem Spiel, wo Big Osaka gespielt hat. Und ja, Conan fragt Ai dort in diesem Zug, ob er denn das Gegenmittel haben kann, damit er an der Klassenfahrt teilnehmen kann. Was Ai aber verneint, weil sie darauf hinweist, zum Beispiel an den London-Fall, wo er schon mal gerettet werden musste und wo es immer mal wieder Probleme gab, was das Gegengift anbelangt, dass Conan bzw. Shinichi da nicht so, naja, das Händchen für hat. Na, auf jeden Fall unterhalten sie sich davon und es kommt zu einem kleinen Unfall, beziehungsweise die Notbremse wird gezogen in diesem Zug und alle Detective Boys fallen quasi hin und durcheinander. Und ja, auf dem Rückweg sprechen sie dann, berichten sie Professor Agatha, wie das mit dem Spiel gewesen ist. Und Conan hofft ständig, dass sich Ais Laune wieder ein bisschen bessert, weil Big Osaka hat verloren und dass, wenn ihre Laune besser ist, sie da ein bisschen vielleicht das Gegengift zur Verfügung stellen kann. Und ja, während sie dann ein bisschen drüber sprechen, bemerkt Mitsuhiko, dass seine Kamera die ganze Zeit aufgenommen hat und das ist wahrscheinlich seitdem sie im Zug gefallen sind.
Und Ai guckt auch nach ihrem Handy und sie bemerkt, dass ihr Anhänger fehlt, den sie vorher an ihr Handy gemacht hat, ein Higo-Anhänger. Und der ist relativ besonders, oder zumindest für Ai Haibara, denn sie hat den Anhänger von ihm selbst persönlich bekommen, beziehungsweise nicht bekommen, aber er hat ihn angefasst und berührt, als sie sich im Stadion zufälligerweise begegnet sind und er sich noch an sie zurückerinnern konnte, tatsächlich an dem Fall, wo wir uns mit Yoko Okino, wo vermutet wurde, dass sie ein Pärchen wären. Und ja, jetzt ist der Anhänger weg, Ai ist geschockt und bricht quasi zusammen, verliert das Bewusstsein. Und Conan denkt, er hätte da vielleicht eine Chance, wenn er diesen Anhänger zurückbringt, dass Ai Laune sich wieder bessert und ja, dass er dann die Möglichkeit hat, das Gegengift zu bekommen. Und sie ermitteln anhand des Videos auch einen Verdächtigen, das Mitsuhiko zufälligerweise gemacht hat. Und während sie dann überlegen, wie sie denn irgendwie den Verdächtigen ermitteln können, kommt Subaru Okiya dazu und sie versuchen Subaru dazu bewegen, ihnen zu helfen, aber er hat leider keine Zeit und deswegen verweist er dann kurzerhand auf Toru Amuro, der quasi hinter dem Haus steht mit seinem Wagen und die Kinder können ihn überreden, dass er sie zum Fundbüro fährt, wo sie den Anhänger vermuten. Und ja, er lässt sich dann kurzerhand einspannen. Und während sie bei diesem Fundbüro sind, werden sie von einem Mann verfolgt quasi. Und ja, wie sich der Weg bzw. die Suche nach dem Anhänger fortführt und ob Conan das Gegenmittel erhält, erfahrt ihr, wenn ihr euch die Folge anschaut. Beziehungsweise, wenn ihr noch ein bisschen dranbleibt und wir zu Pupo und Klassenfahrt kommen, das könnte nochmal relevant werden. Aber zur Folge selbst schaut ihr sich am besten selber an, wo der Anhänger sich versteckt. Ich fand die Folge auch in Anime-Form weiterhin angenehm, kurzweilig und von der Thematik her insgesamt so ein bisschen lockerer, leichter. Und das ist eigentlich die größte Stärke des Falls. Der Fall an sich ist, naja, aber er sollte ja auch nicht viel mehr sein als so ein bisschen, ja, naja. Und die Komik ergibt sich natürlich daraus, dass dieser Anhänger so unfassbar ernst genommen wird. Und wenn man eigentlich, wenn man einen Schritt zurückgeht, sich so denkt, ja, so wichtig ist das alles eigentlich nicht. Und damit Doch. Olli ist das scheinbar sehr wichtig. und damit spielt der Fall ja auch und wie gesagt, angenehm, locker und leichtfertig. Ja, also ich denke auch die humorvolle Seite, also klar, ne, es handelt sich hier, muss man so klar sagen, um keinen richtigen Kriminalfall in dem Sinne, weil es halt irgendwo um einen verschwundenen Anhänger geht, ein bisschen was. Ne, diese beobachtete Person, die wohl auch auf den Anhänger drauf aus ist, das macht es irgendwie so ein bisschen zu einem Kriminalfall oder steigert halt so ein bisschen die Spannung, aber klar, der Hauptaugenmerk liegt bei diesem Fall, denke ich, auch auf dem humoristischen, aber das tut dem Ganzen, denke ich, keinen Abbruch. Also ich würde auch sagen, das war, kann man sich oder sollte man sich auf jeden Fall nochmal anschauen. Ja, mir persönlich hat's auch sehr gut gefallen als ja Auftaktstory sozusagen und auch doch als eigene Story. Also ich vergebe hier 4 von 5 Anhängern und ja, mir haben auch so die ganzen kleinen Einstreuungen gefallen, wie ich sag mal so die ja Leseanekdoten von dem London-Fall wieder oder von dem, was Johannes gesagt hatte mit dem Fall mit Kogoro und dem Restaurant, dass man da sozusagen so ein bisschen Bezug drauf genommen hat, dann so die Zwischengespräche da im Stadion oder dann auch so wie Amuro da Kasami einfach mal aus dem Nichts konsultiert hat für was scheinbar sehr Wichtiges und dann irgendwie blieb er da so stehen und auch wie dann so am Ende die Geschichte da am Strand abgelaufen ist, was sie sich da ausgedacht haben, um den Täter zu finden und zu ermitteln. Ja, und auch so dieser Kreislauf an sich im Prinzip, wenn man dann den ganzen Fall wusste, ja, dass eigentlich alles auch so schnell hätte enden können. Ja, von daher fand ich sehr schön diesen Zweiteiler der Episoden und ja, nur das Ende hatte mich so ein bisschen überrascht, als es
dann ja quasi darum ging, ob Conan das Gegenmittel bekommt oder nicht. Da fand ich, war ich so ein bisschen rausgeworfen. Ja, machen wir weiter mit dem letzten Fall für diesen heutigen News-Podcast und damit auch dem Highlight-Fall des heutigen News-Podcasts, auf den ihr schon alle gewartet habt. Die purpurrote Klassenfahrt und diesen Zweiteiler wird uns jetzt Johannes vorstellen. Ja, und gleich vorweg, Philipp hat es gesagt, das ist ein Highlight, es ist auch kein normaler Zweiteiler, es ist ein Special, jeweils beide Folgen als Special gelaufen, mit doppelter Lauflänge. Von daher auf jeden Fall schon allein deswegen, für die volle Power Conan lohnt sich schon das Reinschalten. Aber bevor ich zur Bewertung komme, der Inhalt. Wir sehen, wie Sonoko ein Foto machen möchte von Ran. Und beziehungsweise man merkt schon, man findet sich in Kyoto. Und wer ist auch mit dabei? Es ist Shinichi Kudo. Und wenn wir uns jetzt die vorherige Episode im Hintergrundkopf behalten, Olli hat es schon angesprochen, das Ende war sehr überraschend. Ai hatte nämlich gesagt, sie gibt ihm das Gegengift nicht. Und ja, jetzt ist er aber trotzdem offensichtlich in seiner Form als Shinichi Kudo vor Ort. Und ja, sie machen dann Ran und er zusammen ein Foto. Und Conan, beziehungsweise Shinichi, muss ich jetzt sagen, weist darauf hin, dass er ein wenig erkältet ist. Und plötzlich begegnet ihm auch Sera, beziehungsweise sie ist natürlich auch mit dabei bei der Klassenfahrt und fragt ihn erstmal aus, ob er denn wirklich Shinichi Kudo ist und wann sie sich das letzte Mal gesehen haben. Und ja, aber sie kann ihn nicht ganz aushorchen, denn sie wird so ein bisschen unterbrochen von Ran und Sonoko. Und dann taucht auch Nakamichi auf, ein Schulfreund von Shinichi, der auch schon in ein, zwei Fällen vorher mal aufgetreten ist, falls ihr euch erinnert. Also er hatte mal, lag mal im Krankenhaus mit einem gebrochenen Bein und sowas, aber ja, da erinnern sich wahrscheinlich nur die Hardcore-Fans. Und ja, dann unterhalten sich die beiden und Nakamichi bemerkt, dass er sehr froh darüber ist, dass Shinichi mit dabei ist bei der Klassenfahrt und dass er das nicht gedacht hätte. Und das ist dann auch der Grund, warum sich Shinichi ein bisschen zurückerinnert an den Fall mit dem verlorenen Anhänger, also den Fall, der davor lief. Und dort wird dann erklärt dem Zuschauer dann quasi erklärt, wie Conan es geschafft hat, Ai quasi zu überreden, dass sie ihm doch das Gegengift gibt, obwohl sie vorher so der Meinung war, dass er das auf keinen Fall bekommen könnte. Und das ist natürlich sehr zu seiner Freude. Und ja, während sie am Kiyomizu-dera sind, an dem Tempel, und beobachtet Ran eine Frau, die dort eine Blume hinunterwirft, beziehungsweise im Winde verwehen lässt. Und sie erkennt sie als Schauspielerin Keiko Kurachi. Und ja, dann machen sie zusammen so ein bisschen Fotos und so, unterhalten sich ein wenig. Und Keiko bemerkt, dass es sich um Shinichi Kudo handelt. Und sie erklärt, dass sie eine Freundin seiner Mutter ist und dass sie sich schon kennen und so, und dass sie ihm schon die Windeln gewechselt hätte, als er noch kleiner war. Und sie macht ihn auch darauf aufmerksam, auf einen Code, den sie bei sich daheim im Hotelzimmer hat und von dem sie möchte, dass Shinichi den löst. Und ja, während sie sich unterhalten, werden sie beobachtet von einem ja, dunkelhäutigen Jugendlichen mit Mann, Mütze, ein bisschen, man erkennt nicht, wer es ist. Und ja, dann gibt es ein bisschen Sightseeing durch Kyoto zu sehen. Und zurück im Hotel ist Shinichi, Ran, Sonoko und Sera dann bei der Schauspielerin und treffen sie dort. Sie unterhalten sich, treffen noch ein paar Filmkollegen von der Schauspielerin, die zusammen mit ihr arbeiten und auch in dem Hotel sind. Und der Drehbuchautor übergibt dann den Code, den er erhalten hat. Und Shinichi, beziehungsweise auch Sera und die anderen, machen sich dann ein wenig Gedanken darüber, wie denn der Code zu lösen ist. Und während sie das machen, werden sie unterbrochen, weil Keiko schreibt ihnen eine Mail, denn der Drehbuchautor, der den Code übermittelt hat, wird tot aufgefunden. Und es handelt sich um einen sehr spektakulären Tatort, denn er ist nicht nur tot, sondern es findet sich auch oben an der Decke eine riesen Blutlache und Fußspuren, die an der Decke zum Fenster führen. Und eine Blume, die wohl der Tengu immer dabei hat, befindet sich bei ihm in der Tasche. Und ja, es verdeutet halt alles auf ein Tengu hin. Und interessant wird das Ganze deswegen, weil dieses Filmteam erst kürzlich einen Film dazu gedreht hat mit derselben Thematik.
Und währenddessen taucht auch noch ein neuer Code auf. Und sie befürchten, dass es sich um eine ganze Mordserie handeln könnte. Und ja, da ich hier endlos weitererzählen könnte, wie es weitergeht, weil die Filme bzw. die Episoden wirklich sehr lang sind, würde ich an dieser Stelle aufhören. Stellt euch schon mal drauf Ja, ein. würde ich an dieser Stelle aufhören und sagen, ja, schaut es euch einfach selber an. Wir werden jetzt sicherlich auch noch mal einige unserer Highlight-Szenen besprechen. Also ihr kriegt jetzt auch noch mal was von dem Inhalt mit. Und ja, da würde ich euch gleich mal fragen, wie fandet ihr die Anime-Doppelfolge, beziehungsweise was sind eure Highlight-Szenen oder was hat euch nicht so gut gefallen? Also für mich ist es auch im Anime eine klare 5 von 5. Der Kyoto-Fall ist einfach stark. Sei es die romantischen Aspekte, die Krimi-Aspekte, teilweise humorige Aspekte, Haupthandlungsaspekte, weil da teilweise ja noch ein bisschen was rausgeschnitten wurde in der Anime-Umsetzung, was ein bisschen schade ist. Aber sonst insgesamt Zum ist es Beispiel, von was mir wurde eine. rausgeschnitten? Kannst du das benennen? Die Szene mit den Rumverdächtigen am Ende. Ja. Und allgemeine ein paar Schwächen. Klar, es ist der Anime und ja, so toll. Dafür, dass es Special war, sah es jetzt auch nicht aus. War okay. Aber hier ist das Highlight ist der Inhalt. Ich finde die Kussszene am Ende sehr gut umgesetzt. Die Krimi-Aspekte waren visuell okay umgesetzt, außer der Tengu, der in Agathas Zimmer war, war irgendwie so ein bisschen meh. Aber ich finde, das tut der Großartigkeit dieser beiden Folgen keinen Abbruch. Ja, was vielleicht auch noch eine Szene ist, die relevant sein könnte oder wird, ist natürlich die, also die fehlt, ist die, wo sie mit dem, wo Conan und Heiji Kyoto verlassen und sich unterhalten. Und im Manga sagt Conan wohl noch, dass er noch ein Gegengift gar nicht genommen hat und das noch hat. Also das könnte vielleicht noch relevant werden. Das ist wohl auch in der Anime-Umsetzung verloren gegangen. Das so viel zu den negativen Punkten von meiner Seite. Ich muss sagen, positiv bin ich auch total überrascht gewesen von diesem Zweiteiler. Ich muss sagen, der erste Teil war ein bisschen schlechter oder hat, ja, ich weiß nicht, also schlechter würde ich nicht sagen, aber er hat halt ein bisschen länger gebraucht, um anzulaufen. Und der zweite Teil war dafür noch viel besser, wobei insgesamt das auch klar eine 5 von 5 ist. Du hattest die Punkte schon angesprochen, inhaltlich top, Main Story geht voran, humoristisch, romantisch, das ist wirklich alles enthalten. Hat mir ziemlich gut gefallen, dass Heiji aufgetreten ist, dass Sera und Shinichi zusammen irgendwie ermittelt haben. Das hat mir richtig gut gefallen. Das fand ich ein total schönes Setting insgesamt. Ne, das ist die Kussszene, die war wirklich auch bombastisch umgesetzt, wie dann die Musik angefangen hat. Und ich bin eigentlich keiner, der dieses Run-Shinichi-Pairing so unbedingt mag. Aber ich muss sagen, das fand ich dann doch top. Wirklich schön anzusehen und auch dann am Ende, wo sie Ran sich nochmal wie so wie halt ein Teenager ist und sich freut über den Kuss und über die Nachricht, die sie erhalten hat von Shinichi, das fand ich auch super schön anzusehen. Und was ich noch gar nicht erwähnt hatte, aber was ich auch cool fand, war, dass Maikoraki selbst einen Cameo-Auftritt hatte. Also sie hat sich selbst gespielt in der Anime-Episode und da war ich erst so, ja, vielleicht sieht man sie im Hintergrund, wie sie mal vorbeiläuft oder so, aber sie hat wirklich auch eine Sprecherrolle und hat sowohl im ersten Teil als auch im zweiten Teil und natürlich nur ein paar Sätze, aber das fand ich schon sehr cool gelöst und hat mir auch so einen kleinen Lacher dann herausgelockt. Deswegen insgesamt, also dieses Special, das ist absolut sehenswert. Und auch, du hast so ein bisschen die Zeichnung so kritisiert, aber ich muss sagen, so die Hintergründe und alles, also ich fand das schon sehr schön anzusehen. Aber vielleicht kommt das auch einfach nur daher, dass im Vergleich zu den vorherigen Folgen oder den normalen Folgen, wo vielleicht nicht so viel Arbeit reingesteckt ist, dass es doch eine deutliche Steigerung war und dass mir das deswegen so positiv aufgefallen ist. Aber ja, fand ich insgesamt wirklich tolles Special. Ja, viel habt ihr gesagt, viel weiteres könnte man noch sagen. Also, wie gesagt, bei der Länge kann man immer irgendwie was rausfinden. Also, ja, ich kann es auch unverändert sagen, das ist ein klares 5 von 5 Tengu-Fächern-Episoden-Special. Also, es ist einfach so,
toll gewesen, um ja sozusagen die negativen Aspekte noch ein bisschen aufzugreifen. Also muss ich Lasse in dem Punkt zustimmen, dass ich auch fand, dass der Tengu nicht so gut umgesetzt war. Also hatte man doch Schwierigkeiten, ja, da so ein Gesicht oder so ein bisschen was zu erkennen. Das habe ich im Manga deutlich besser erkannt. Aber wie gesagt, das ist kein Abbruch oder so. Mir hat persönlich sehr gut gefallen, ja, eigentlich, was die anderen schon alles gesagt haben, aber auch, dass halt auch so viele Charaktere halt aufgetreten sind, also neben den Hauptcharakteren, sag ich mal, die immer zu sehen waren, wie Shinichi, Masumi, Ran, Heiji, dann aber eben auch die Kyoto-spezifischen Charaktere wie Momiji Oka und Soji Okta, Okita, oder ach, ich weiß nicht, wie man ihn genau ausspricht, und auch der Kommissar Ayano Koji war mit dabei, mit dem Streifenhörnchen, was für mich so eine der Highlight-Szenen war unter den vielen, so dass Shinichi Sera erst erzählt, ja, er ist der Kommissar, der voll was auf dem Kasten hat, und man erkennt ihn halt immer an seinem Streifenhörnchen, das er dabei hat, und Sera dachte, welcher Kommissar bringt ein Streifenhörnchen mit zum Tatort? Das kann überhaupt nicht sein. Und dann sieht man nur diese typischen Punktaugen und diesen Gesichtsausdruck und wie sie dann denkt, er hat wirklich eins dabei. Das fand ich sehr schön. Und ja, auch später dann einige andere Punktaugenszenen oder wo dann diese Tengus da rumlaufen und dann der eine von Momijis Butler so, ja, einfach K.O. gekickt wird so, und sie dann, ja, wie so ein kleines verwöhntes Kind so zu ihm hingeht und ja, auch die Filmcrew an sich, die Geschichte, das war ja sehr interessant und ihr merkt schon, ich könnte ewig weitererzählen, aber wir wollen ja auch mal langsam zum Ende kommen. Also von daher, ja, absolut empfehlenswert, dieses Special, ein sehr gelungenes Neujahrs-Special und ja, wie gesagt, auf jeden Fall ansehen, wieder ansehen und nochmal ansehen. Ja, also ich muss sagen, insgesamt war das mit eins der besten Specials, die ich so bei Conan gesehen habe. Also obwohl die Organisation nicht aufgetreten ist, fand ich das von diesem Special her also wirklich top. Einer meiner Was persönlichen Favoriten jetzt. ja, und was ja, wieso, was Lasse ja bestimmt auch gefallen hat, war halt auch, dass man die Schüler bei ihrer Klassenfahrt gesehen hat, so wie sie in der Cafeteria sind und ja, so ein bisschen Alltagsschulleben konnte man auch mitsehen und so. Das war sehr schön, ja. Ja, die Szene, also wo sie dann zusammen Karten spielen in Shinichis und Nakamichis Zimmer und sowas. Also da waren wirklich schöne und ja, lustige Szenen dabei. Ja gut, dann war es das für diesen Podcast heute. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck bekommen, was alles so im Januar 2019 bzw. Dezember 2018 bei uns passiert ist, also im Detective Conan-Universum und darüber hinaus. Ich verweise auf unsere Kontaktmöglichkeiten: conanwiki.org, conanforum.org, conannews.org, twitter.com/conannews, facebook.com/conannews, instagram.com/conannews, youtube.com/conannews. Und unseren Podcast könnt ihr auch hören bei iTunes unter conannews.org/iTunes und bei Spotify unter conannews.org/Spotify. Zudem haben wir einen Discord-Channel, wo ihr gerne beitreten dürft und mit anderen Fans in Kontakt treten könnt. Den findet ihr unter conannews.org/Discord. Würde mich freuen, euch dort zu treffen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch einen schönen Februar, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut und schaut euch das Special unbedingt an. Ja, macht's gut. Vielen Dank fürs heutige Durchhalten und bleibt uns privat dieses Jahr auch erhalten, denn geschäftlich geht nicht, weil wir bekommen ja kein Geld dafür.